Hallo und willkommen zu einer Folge des Speedstorm. So, wir sind jetzt in Kapitel der Season Tour und fangen mit dem ersten Rennen an. Ist jetzt auch schon für Level 26, aber sollen wir mit einmal, glaube ich, trotzdem noch easy hinkriegen. Ich glaube, die Nitro-Trick-Fähigkeit da, die ist dann doch schon ganz gut gegen. Ja, im Notfall, irgendwann haben wir noch unser Elsa noch, die ist ja noch ein paar Level höher. Item, da haben wir schon gute Fähigkeit. Gut. Kann er da vorne mal stehen bleiben? Hm, wo ist er denn? Okay. Das ist er gerade gegen die Wand gefahren mit seinem Bot da. Aus dem Weg. So, okay, dann ist mich zu flirten geworden. Nee, nicht rammen. Man wird auch zu rammen. Ich hasse es, wenn ein Leute rammen. Einfach gefühlt Pinball ist. Ja, aber wir haben mal die Trickfähigkeit. Mach ich die Kacke hier. Das ist nicht dumm. Ach komm. Ich sehe den Item. Dann werden wir mal unsichtbar. Ach komm, als ob du mir jetzt davon wegschubst. Ja, danke, ich mal wieder meine Trickfähigkeit hier. Oh, einfach gerade ausfahren. Hat nicht so ganz funktioniert, schade. So, falsche Richtung gedriftet. Ey, weit vorne ist sicher noch da. Egal. Das reicht aber nicht mehr. Bin ich nur Erster geworden? Ah, Alter, so eine Millisekunde, was habe ich jetzt hier, ey? Alter, 300stel. Naja, sind wir nicht Erster geworden. Aber ganz ehrlich, einfach nur daran, dass wir so oft getroffen worden sind, ey. Gerade wenn wir uns da vorne gekämpft haben, wurde ich wieder abgeschossen. So, dann machen wir einfach hier oben weiter, ne? Gewinne das Rennen und aktiviere 12 Drift Booster. Okay, dann müssen wir schon viel driften hier auf jeden Fall. Ach komm, ey. Da müssen wir doch danach doch mal wieder auf, Elsa zurückgreifen. Ist doch einfach von dem Grundstats her, dass sie ja schon besser nimmt. Mann. Wenn man sich mal die Trickfähigkeit einsetzt, dann kommt diesen Schießen wieder ab. So. Dann gehen wir weg mit dem Feuer. Wir müssen erst eigentlich wieder ganz. Das muss ich da werden, so. Das ist erstmal safe im Augenblick. Dann braucht man die Trickfähigkeit für das. Da habe ich die Kacke hier. Gibt mir nichts. Ah, jetzt sehe ich da mit einem Item. Ja, okay, jetzt mit dem Tempo. Ich habe mal 12 Drift Booster, glaube ich. Also, selbst wenn wir erst dann sollten, habe ich mal 12 Drift Booster, glaube ich, hier nicht. Aber sieht jetzt eh schon wieder krasser aus, ja. Aber es müsste so da werden, wenn ich mein Ziel hier hochgereicht habe, das eine Ziel da.
Ah, mein Lito hier. Trotzdem haben wir wirklich einen Typ gleich. Ja, gut. Alter, wie hat der mich fast überholt, ey, wo ich mein Lito damals halt anhatte. ETF, ey. Und nur zwei Szenen war es hinter uns, wo ich die ganze Zeit Lito hatte. Auch gut. Naja. Vor allem kommen wir so überhaupt mal ins Ende einmal an. Weil das Ding ist so, haben wir jetzt noch nicht aufgemacht, weil wir dafür. Wie genau funktioniert das? Was steht da eigentlich? Eine Medaille brauchen wir noch. Das ist halt die Frage, ob wir am Ende überhaupt da durchkommen. Aber es ist jetzt schon blau. Heißt, ich habe das ja schon erfüllt, das Ding. Dann nehmen wir erstmal die mit. Und dann machen wir hier unten auf jeden Fall mit Renten 3 erstmal weiter. So, und jetzt machen wir mal hier. Guck mal, wie weit können wir den noch verbessern? Zweimal wahrscheinlich, ne? Ah, ne, das brauchen wir jetzt denn. Was ist das denn für ein Zeug? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Irgendwelche Ketten hier. What the fuck? Okay. Das ist 30 Uhr erstmal Max. Keine Ahnung, wo wir die überhaupt. Hey, wo komme ich hier her? Die habt ihr noch nie gesehen, aber ich habe davon ja auch keine wieder, logischerweise, wie ihr auch selbst seht. Naja, einmal sind wir Level 30. Die Trickfähigkeit hat MSQ wirklich echt nicht so viel gebracht. Aber lieber mit unseren normalen Stats hier einfach. Und der Bomb. Halten wir mal, aber zwei Schilde. Also das ist eigentlich das was einem am meisten immer abfuckt, dass man abgeschossen wird. Aber was einer der Fahrschuss-Skill, wie ich gerade schon gemerkt habe, unten dürfen haben. Wir haben Scherz Schnibbel. Olaf, wir haben noch drei Runden hier. Kurve, ne? Ich hasse die anderen. Hey, Olaf, geh weg. Das war zu früh. Schenke dir. Das trifft mir, als ich weiter hoch springe. Trifft mir, als er jetzt runterfährt. Das ist ja dann der überholt aus dem. Ich hab noch eine Wand für dich hier. Und was er nicht zu nah dran ist. Ja, perfekt. Und das war jetzt nicht so gut, das hat uns gerade abgebremst. Auf jeden Fall Olaf nicht aber vorne sind, aber Minimap. Steady. Da läuft ja auf jeden Fall eigentlich gefühlt ganz anders als hier mit Anna halt. Gibt man ja doch Unterschied zwischen den. Alles zwischen den Stats halt. Ich glaube, wenn es halt nur auf Tempo ankommt. Hätte ich Frage, ob man halt die Trickfähigkeit bekommt, ne? Weil mit Elsa habe ich es schon oft bekommen. Wenn ich mit Anna genauso oft bekommen würde, würde ich wahrscheinlich auch nicht abgehen. Wenn ich hätte nur zweimal ein Rennen bekommen, dann rührt mir das halt nicht so viel, als die Anna spielen. Na gut, dann war es aber erstmal für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.